Skandal! Mein Pass wird eingezogen. Bagi, Bulei! Bagi! Wenn die Schläuche auch schon rausgezogen. Oh mein Gott, wir sind in der Wüste mitten im Nirgendwo stecken geblieben, nur noch mit so viel Wasser! Beste Investition kannst du nicht selbst. So, Freunde, neuer Tag, neues Glück. Ich habe schon einen sehr, sehr nicen Gold Long gehabt. 150 Pips über Nacht einfach gestern Abend gesetzt. Gegen, weiß ich nicht, hier in Dubai Zeit 3 Uhr oder so. Und aufgewacht, TP gehittet, jetzt gibt nichts Besseres, direkt ein paar Monatslöhne gemacht, erstens das. Zweitens holen wir jetzt den Umut wieder ab und dann gehen wir erst ein bisschen chillig was essen, ein bisschen entspannen und danach, würde ich sagen, geht's ab in die Wüste, oder? Sagt die Freunde, Wüstentour. Yay! Okay, Freunde, let's go, wir sehen uns. Wir warten hier auf den Umut, sagt er zu mir, ich soll schneller machen, weil die Autos hier warten. Film mal nach hinten, guck mal, kein Auto steht da. Nichts. Kein Auto steht da und er diskutiert mit mir und sagt, ich soll schneller machen. Was ist los mit dir? Als wäre ich in Deutschland. Egal, dann warten wir halt schneller. Ja, warten wir halt schneller. Kann man nichts machen, Freunde. Dann machen wir halt den hier jetzt. Regen jetzt auf, Digga. Jetzt wären wir in Deutschland. Was geht ab, liebe Friends? Was geht ab, Digga? Alles gut. Gut bei euch? Gerade diskutiert mit uns der Typ, dass wir wegfahren sollen, dass die Autos hier Schlange stehen. Dabei stand kein Auto, jetzt wollen wir wegfahren, jetzt werden wir zugefahren. Und jetzt können wir nicht wegfahren. Genau. Ja. Alter, egal, Junge, ich brauche jetzt erstmal eine Acai Bowl vom Progetto Acai, Alter, sonst drücke ich komplett hier rum. Leute, ich hatte gerade einen Red Bull und eine Kippe und das stellt ganz, ganz schlimme Sachen mit mir an. Wie sieht es bei euch aus? Macht das bei euch auch denselben Effekt? Beschleunigt irgendwie den Stoffwechsel so ein bisschen? Ja. Das Wetter. Kippe? Ja, ja. Ist okay? Außer du trinkst im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder an der Tankstelle mit deinem Golf GTI. Sonst ist okay. Sonst ist okay. GTI-Fahrer, ganz, ganz schlimm. Da werden sich wahrscheinlich einige angegriffen fühlen. Ja gut, tut mir leid. Nicht. Gar nichts machen, Freunde. Ja. Progetto Acai, wenn ihr irgendwann Dubai seid, Digga, wild. Glaubt mir, richtig, richtig nice. Jetzt gönnen wir uns essen. So, jetzt wird gefrühstückt wie ein König. Wie frühstückt ein König? Acai Bowl mit Mango und natürlich kann man auch Erdbeeren reintun, ne, und alles Mögliche. Von aber Sprinkler Erdnussbutter. Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau. Peanut Butter. So, Mo, was hast du? Erstes Mal Acai? Super geil. Die sagen, das isst man normalerweise gefroren, aber da ich den Unterschied nicht kenne, finde ich das mega geil. Würde auch in Deutschland so laufen, aber ja. Wurde gerade gesagt, Früchte gibt es nicht, dementsprechend wird es auch nicht so geil schmecken wahrscheinlich. Wetter fehlt auch meistens. Weißt du, wie die Mango schmeckt in Deutschland? Ja, normalerweise komme ich immer Mango. Ja? Probier mal die Mango einfach nur alleine, ob du einen Unterschied schmeckst, weil ich finde, die Mango in Deutschland schmeckt einfach nach Seife und nach Fisch oder keine Ahnung. Man schmeckt intensiver, das stimmt ja, schon. Ja, schmeckt einfach nach Mango. Ja. So wie Mangosaft schmeckt, schmeckt die Mango, weißt du, ich meine? Freunde. Deswegen, Mango in Deutschland, Müll. Mango in Dubai, super. Also im Großen und Ganzen, Deutschland, Dubai, super. Auch diese Erdnussbutter mit diesem, hey, was ist das hier? Granola. Granola, super, wirklich. Also das ist so, das kreuzt sich, sehr geil. Ja. Also Progetto Acai, definitiv Empfehlung. Ja. So, königliches Frühstück im Magen drin und jetzt geht's auf zu den Kamelen. In die Wüste. Genau. Ich habe mich so voll gefressen. Dieser Revival hat mich gekillt, dieser Smoothie, ne? Ja, der war ekelhaft im Bauch. Boah. Der war geil. Der war gut, aber der war so dickflüssig, deswegen liegt der jetzt so im Magen. Hoffentlich muss ich nicht für kleine Könige da. Ich hoffe, die haben da überhaupt Toiletten. Ja, gerade mal ein kleines Loch. Ja, geht auch, ne? Na, wieder zubuddeln. Genau. Ist okay, Digga. Geh wieder zurück, Digga, in die Ancestor-Zeit. Junge, wieder so teuer getankt. 75 Liter für 250 AED, das sind 60 Euro. 90 Cent der Liter, Junge. In Dubai, das sind die Preise unerhört. Das ist ehrlich. Günstig in Dubai. Ja, ist auch. Eigentlich schon, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich Autobahn oder so, ne? Deswegen. Aber eigentlich ist es echt billiger. 90 Cent ist echt schon heftig teuer für mich. Ich will natürlich ein bisschen Spaß machen, weil in Deutschland kostet 2 Euro irgendwas. Ja. Freunde, 90 Cent Liter auf der Autobahn, in der Tankstelle. Super Plus, ne? Ja. Und wegen in Dubai ist es nicht grün. Wir sind mitten in der Wüste. Alles grün. Alles grün. Alles ist grün, Digga. Ja, fast aus wie in Deutschland. Ja.
Ja, was? Will mir einer hier erzählen, dass es in Dubai nichts Grünes gibt, ey. Kann man jetzt natürlich auch falsch verstehen. Lüge! Nichts Grünes! Angekommen, aber nichts los. Keine Touris, keine Menschen, nur wir. Skandal! Mein Pass wird eingezogen. Bleibst du hier? Ja, egal, habe ich nichts gegen. Ja, ich meine, die Wüste ist groß, ne? Kann sich hier zurechtfinden. So. Ein bisschen Grünes habe ich hier auch. Wasser haben wir auch ein bisschen für, sagen wir, 24 Stunden. Da müssen wir gucken, ne, wie wir. Man muss ja halt eine Oase suchen oder sowas. Oder Fata Morgana und sieht Snackautomaten irgendwo. Ja. Tief. Weit in der Wüste. Okay, Freunde, wir haben jetzt unser Ticket. So. Marketing 101. Mit direkt Tücher an den Kopf und dann nach Geld schmecken. Das Ding ist die Frage nicht mal. Die binden hier das im Kopf und sagen dann, ja, gib mir Money. Thank you very much. Free, thank you, man. Guck mal. Also wenn es umsonst ist, dann nehmen wir das. Dann schmeckt es auch besser, ne? Bei uns sagt man, Bälle schmeckt noch besser. Ja, ist auch so. Ja, ist so. Das ist wirklich, da ist was Wahres dran. Da hast du den Fadenbeigeschmack noch zahlen können. Ja, ja, genau. Wie räudig die das einfach andrehen wollen hier. Ne? Letztes Jahr wurden wir schon so abgezogen. Ne? Der kommt, macht mir so komplett alles stabil, Digga. Danke. Ja, give me money. Also, lasst euch unsere Gefährten hier oder ist auch das hier? Miniatur. Kinderquatz. Kinderquatz. Das ist für Franz, für uns, die sich hinterher. Ah, okay. Die haben extra die Augen zu, wahrscheinlich deswegen sitzen die so. Ob das jetzt so gut ist für die Tiere, das sei jetzt hingestellt. Aber was soll man machen, Freunde? Kommt denn Creation, dieser neuen Dächer hier, genau hinter den Kulissen. Bin mal gespannt, wie es wird, ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bockt. Ja, safe. So wie gestern Jetski fahren, ne? War auch ein Lachkick. Ja, Baby! Ja! Aber Digga, mein ganzer Körper ist gebumst. Ja, Mann. Überall Muskelkater. Der ist. Ich bin aufgestanden wie Leiche. Ich auch. So, los geht's. Be careful about your phone, like everything. If you fall down inside the desert, that's your responsibility. Nimm mal Autoschlüssel und dann muss ich auch erstmal Crocs auf Sports Mode. Sports Mode. Sports Mode Crocs. Now it's good. So, Team 1. Let's get it. Team 1 ist ready. So, ich bin mit Team 2, Charlene. Ja, das beste Team. Genau. Und hier ist Team 3, Umut. Genau. Vor allem mit unserer Fahrweise kann es noch lustig werden. Wow, und der Lack, Bruder. 1000 Kubik. Hörte! Bagi, Bulei. Bagi. Hörte. So. Sitzt. Oh, man sieht den Lack. Gib mal Gas jetzt! Und was sagst du? Geht ab! Oh, das wird ein Spaß hier! Oh. Oh, das ist so komisch! Digga, das Gaspedal ist so behindert! Oder kannst du weiter weg? Dritter Platz, ihr habt das Rennen verloren, ne? Mensch, ihr müsst mal hinter uns, Alter, damit jemand die hinter uns und füllt mal, das ist zu krass. Einfach nur Wüste. Das schaut heftig aus. Überall Wüste. So, Freunde. Kurzer Stopp. Umut macht da hinten gerade ein paar Bilder. Kann man swipe mal zu ihm rüber. Check mal meine Augen. Meine Nase, alles ist extrem voller Sand. Digga, geisteskrank, aber es ist übelst lustig. Ich mach Bock, oder? Safe. Ich mach Bock, Digga, es ist übelst nice. Nur der Sand, Digga, der killt meine Augen komplett. Aber egal, schaut es euch an. Guck, wie majestätisch eine Wüste ist. Digga, als wäre das so wie so einem schallgedimmten Raum. Ja. Studio, so, weißt du? Einfach gar nichts. Heftig, ne? Crazy. Krass. Ich hör meinen eigenen Herzschlag. Das ist geil. Guckt es euch an. Sowas existiert auf der Erde. Das ist so mysteriös irgendwie, keine Ahnung.
bringt immer zum Nachdenken sowas. Genauso wenn du den riesigen Burj Khalifa siehst, denkst du, wie kann sowas Menschen gebaut haben, denkst du dir, wie kann sowas von unserer Natur erschaffen werden, so eine Wüste. Und ich sage mal, es gibt ja noch viel, viel mehr. Das, was wir sehen, ist ja nichts. Nicht mal 0,01% der Wüste. Das müssen wir überlegen, Freunde. Genauso wie das Wasser. Wenn ihr einfach aufs Meer schaut, überlegt euch einfach, der 80%, oder wie viel auch immer, Leute, korrigiert mich, des Planeten ist einfach komplett voll mit Wasser bedeckt. Wie krank ist das? Unter Natur ist crazy. Deswegen. Und wenn wir noch weiter rausgehen, nach oben, Freunde, dann sind wir überhaupt ein ganz kleiner Krümel. Ein Sandkorn. Genau, wir sind ein Sandkorn auf der kompletten Wüste, die hier ist. Wir nur ein Sandkorn. So viel existiert im kompletten Universum und das ist überhaupt komplett geisteskrank. Und deswegen denkt immer dran, wir sind im Endeffekt nichts. Also nehmt nicht alles immer so heftig ernst. Und easy game, Freunde. Easy game. Werdet euch das mal bewusst. So eure Probleme, dass ihr eure Rechnung nicht zahlen könnt und sonst was ein Kinderputz. Das ist easy zu lösen im Gegensatz zu das, was erschaffen wurde durch die Natur. Was erschaffen wurde durch Menschen auch, wie gesagt, Gebäude, bla bla bla, Möglichkeiten, so und so und hier. Wenn die Leute am Rumheulen wären, wenn Menschen am Rumheulen wären, dann würden wir nicht in solchen Dingern jetzt durch die Wüste brettern. Wenn du dein Problem dich rein versinkst, in deinem Loch versinkst, im Selbstmitleid, im Endeffekt musst du nach oben kommen und erschaffen. Sonst wären wir nicht hier als Mensch. Ich würde auch nicht in eine Kamera sprechen, die mich aufnehmen würde und ich würde es irgendwo auf dem Online-Portal einfach hochladen, dann können es andere Leute sehen. Wie crazy ist das denn? Also Freunde, gebt mal Gas, Digga. Wir cruisen weiter. Kamel, was ich wegrennen kann, habe ich Angst, ey. Ja, klar, Humut, geh! Das will ich aber nicht. Die sind nicht daran, die sind nicht am Menschen gewesen. Ja, ja. Guck, Sprung, spiel ich mit. Ja, rauf. Ja, das sind Bilder, ja? Weiß ich nicht. Vielleicht nehme ich mich an seinem Bein. Nicht an seinem Bein. Ja, einfach nicht an seinem Mund, Digga, der spuckt drin. Ja, wobei. Ist jetzt erspannt. Der Mensch wird mit dir konfrontiert, Digga, von Kamel haben wir sogar Angst. Damals haben wir gegen Elefanten und keine Ahnung, Mammut gekämpft. Heutzutage ist different, Digga. Menschen sind zu schwach. Zu weich. Ja, safe. Jetzt trauen wir uns nicht mal Kamel zu. Das zeige ich schon. Wir haben richtig viele Kamele. Das sieht aus wie in der Wüste. Wir sind angekommen in der Wüste, Leute. Ja, Mann. Das sieht so heftig aus. Guck mal, jetzt haben wir hier ein lebendes Beispiel. Exponentielle Wachstumskurve des Erfolges aus. Wie beim Trading. Genau. Zeig uns mal. Ja, du fängst an, ne? Und dann hast du hier Up and Downs, ne? Ja. Da geht's tief, hast du einen Tiefpunkt im Leben. Und dann hier langsam verstehst du, aha, Digga, ich muss das so machen. Genau, dann bist du beim Kopf. Kurzes Update, Digga. Genau wie beim Jetski auch. Ist jetzt ein Quad. Motorschaden oder so, keine Ahnung, Digga. Geht einfach nicht an von Charlene. So, Charlene hat zu krass Kickdown gegeben. Das ist, wenn Frauen fahren. Frauen am Feier, das hast du jetzt gesagt. Oh mein Gott, wir sind in der Wüste mitten im Mango stecken geblieben, nur noch mit so viel Wasser. Wir sind bei 117 Grad, Gradstand bei 130. Kein Problem für unsere Mechaniker. Kontrollleuchten leuchten auch was. Vielleicht müssen wir uns doch die Kamele borden. Meine Augen sind so. Bei mir auch, ey. Ja, wenn die Schläuche auch schon rausgezogen. Er hat einfach den Schlauch rausgezogen. Laut jetzt unser letztes Wasser. Hauptsache, wir kommen an. Ah, geht's aber wieder runter. Ah, 99. Wenn kein Öl drin ist, kann doch nicht heiß sein. In der Wüste gestrandet mit Leuten, die kein Englisch können und sich nicht mit den Quants auskennen, ist auf jeden Fall Vorteil haben. Das ist mal eine Experience auf jeden Fall. Ja, zum Glück haben wir die Nachmittagstour gebucht. Gleich sind wir nachts in der Wüste. Ja, dann ist zumindest kühl. Um 6 Uhr wird es nämlich dunkel. Vielleicht kühlt dein Motor. Stranden das jetzt hier, da müssen wir mit denen auf dem Quad fahren. Naja, ich fahre einfach bei Umut mit, dann kannst du bei dem auf Quad. Alter. Immer werde ich wechseln. Ich stelle mich einfach hinten in den Kofferraum. Ich habe auch Bock hinten mitzufahren. Wobei bei Franz weiß ich nicht so. Franz hat übrigens schon eine Ermahnung bekommen. Hat der Ermahnung bekommen? Ja. Was hat er zu euch gesagt? Ich habe schon zwei Stück. Ah, ich habe direkt am Anfang rein, danach, wo wir angehalten haben. Und danach, wo wir nochmal angehalten haben. Und dann hat Franz Ermahnung. Was? Ich drift. Alter. Was hat der für Probleme? Also drei Stück. Aber auch absehbar bei uns. So, ich würde sagen, wir melden uns gleich, wenn der Hase wieder läuft. Natur sinkt wieder, noch stabilen 85 Grad. Let's go! Let's go! Hier ist
Und was sagst du? Von Kamera zu Kamera. Kamera zu Kamera, ich sag, das war krass. ich sag dasselbe, ja. War crazy. Cool. Kann man auf jeden Fall nochmal machen. Ja, auf jeden Fall, Digga. Du musst solche Dinger selber kaufen. Safe. Und ein Jetski. Das Problem ist, ich sehe es schon kommen, Digga, wir bleiben einfach in Wüste stecken und dann kann uns keiner helfen. Ja, der Nick, der ist noch ein bisschen traurig. Letzter Platz wurde er verdient. Ja, genau. Ja. Wie bei Tischtennis auch. Letzter, Junge. Wir haben aufgeholt, waren danach Erster. Ja, du als Beifahrer hast natürlich leicht reden. Hey, ich bin gefahren, da waren wir Erster. Ja, gut. Deswegen war auch Nick so traurig. Alles auf Kamera. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Genau, auf rein. Warum fahren wir jetzt wieder zurück? Ja, wir waren schon auf dem Rückweg, aber uns ist eingefallen, wir haben noch Franz seinen Pass da vergessen. Franz! Oh. Damit Franz auch noch rauskommt. Ja. Und, noch ein freier Mann, der, sag ich mal, jetzt mal den Pass auch wieder abholen. Einfach einen Pass vergessen. Ja. Ah, was soll man machen? Jetzt fahren wir 20 Kilometer wieder zurück. Zum Glück ist der Sprit hier nicht so teuer wie in Deutschland. Thank you, bye! Ja, was denn? Bin ich wieder safe, Alter. Kann ich noch ausreisen? Bin ich doch noch ein freier Mann. Jetzt hätten die mich hier festgehalten, dann müsste ich, keine Ahnung, was weiß ich, hier verharren. Naja, ist doch aber alles gut gegangen, ne? Hier den deutschen Pass, den guten deutschen Pass. So, und jetzt geht's aber wieder zurück und wir sehen uns später. So, Freunde der Sonne. Kleinen Powernap gehabt. Sonne raubt, wie gesagt, Energie. Selbe Spiel beim Jetski fahren. Jetzt gehen wir Boss was essen. Danach setzen wir Smokey rein. Haben wieder intensive Talks und eine geile Pfeife, Freunde. Ganz einfaches Spiel. Easy Game. Und ich bin wieder für die Transition zuständig. Wieder ein weiterer Tag in diesem Leben zu Ende, Freunde. Wir hatten wieder geile Gespräche, haben wieder nice Pfeife geraucht, was Geiles gegessen und so weiter. Morgen ist auch schon Abreisetag von Umut. War sehr, sehr nice. Fazit kriegt ihr noch jetzt gleich zu hören. Also das heißt, bei uns ist es morgen früh. Fahren dann zum Flughafen, so chillen morgen früh noch ein bisschen und sowas, machen noch ein bisschen was vielleicht. Ja, und dann werden wir gucken, ne, Freunde. Dann werden wir schauen. Sein Fazit. Deswegen, bleibt gespannt. Werdet ihr gleich sehen. So endet auch die Reise für Umut hier nach Dubai, das kleine Meetup. Wir können noch einmal ein bisschen talken. Wie war das Ganze für dich? Also was hast du für Eindrücke mitgenommen? Was hast du, sag ich mal, gelernt oder was kannst du mitnehmen? Was wirst du jetzt machen in Zukunft und so weiter? Kannst du einfach mal ein bisschen erzählen, so Fazit abgeben, wenn du Bock hast. Auf jeden Fall, sehr gerne. Also ich habe sehr, sehr viel gesehen, das habe ich ja gesagt. Also große Häuser, Glanz und Glamour, dann haben wir Sachen unternommen. Und dadurch habe ich tatsächlich gemerkt, was für mich persönlich wichtig ist, was ich im Leben möchte. Ja? Mhm. Und das ist gar nicht dieser Glanz und Glamour, sondern das ist tatsächlich die Zeit. Die Zeit haben, die Möglichkeit haben, Dinge zu machen, auf die man Lust hat, wann man will, wo man will. Ohne darüber nachdenken zu müssen, hey, ich muss morgen jetzt um 8 Uhr auf der Arbeit sein. Ja. Und jeder hat so seine eigenen Ziele. Und bei mir ist es tatsächlich die Zeit und die Möglichkeit, überall das machen zu können, was man möchte. Ja. Und ja, ich habe auch tatsächlich gesehen, hey, Essen, Digga. Also wirklich, so gutes Essen, ja. Natürlich kostet ein bisschen mehr. Aber du hast dadurch halt auch eine ganz andere Qualität. Richtig. Das habe ich nochmal sehr, sehr krass hautnah miterleben dürfen. Also das Fleisch hier. Pff. Ah ja. Crazy. Und allein für das Essen, ja, muss gegrindet werden. Ja, ist so. Allein dafür, weil du bist als Mensch immer noch ein Tier. Richtig. Und das Wichtigste ist, so gesehen, Essen, Nahrung, damit du überlebst. Und dann ess wenigstens geile Sachen und nicht so übelst verarbeiteten Shit und sowas. Ne, ist klar. Du bist, was du isst. Genau, du bist, was du isst. Ey, 100%. Ja, wie du schon sagst, das Wichtigste, Orts- und Zeitunabhängigkeit. Das ist das Wichtigste. Und finanzielle Unabhängigkeit. Finanzielle Unabhängigkeit nicht in dem Sinne so, ich brauche nicht arbeiten gehen, sondern ich kann jetzt machen, was ich will. Für immer so gesehen, in dem Sinne. Was ich noch mitgenommen habe, dass ich jetzt auch weiß, für was ich das mache, also für wen. Ich habe das gestern schon ein bisschen gesprochen gehabt mit Nick, dass ich sehr, sehr viel auch für andere gemacht habe.
jetzt beziehungstechnisch, ja, für den Partner beispielsweise. Aber das ist die falsche Herangehensweise. Wenn man für jemand anderen etwas tut, dann verliert man sich selbst, vergisst man sich selbst. Macht das nicht. Ihr seid das Wichtigste. Du selbst bist das Wichtigste. Dementsprechend verliere dich nicht selbst, arbeite an dir, weil die beste Investition kannst du nur in dich selbst machen. Ja. Und du kannst auch nur jemand anderen helfen, wenn du dir selber geholfen hast, auch in dem Sinne. Wir haben ein gutes Beispiel. Wenn ihr alle in einem Loch sitzt, dann kannst du niemandem helfen, aus dem Loch rauszukommen, wenn du selber im Loch drin bist. Das heißt, komm du erstmal raus und dann kannst du auch jemandem die Hand reichen. So. Das ist auch Stück für Stück. Und das ist auch ein riesiges Thema. Das war's von meiner Seite. Und sehr, sehr geil auf jeden Fall. Waren richtig geile Eindrücke. Vielen, vielen Dank an die STA. Gang! Safe, Digga. So, Freunde, das war's auch für diesen Vlog. Ich hoffe, wir konnten das euch bestmöglich rüberbringen, die ganzen Emotionen und so weiter und so fort. Und euch auch inspirieren, selber Gas zu geben und diese Zustände so gesehen oder das alles zu erreichen, sich das zu ermöglichen zu können. Und ja, Freunde, wir werden das auf jeden Fall noch mehrere Male machen, weil das war ja ein voller Erfolg, hat richtig Bock gemacht. Wir konnten, wie gesehen, gut die Eindrücke teilen. Es war für alle Parteien, war das geil. Ja, Freunde, deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.